Oh Mann, was ein Krampf. Ich gehe mal kurz nach hier unten und repariere alles. Lagedy lag, natürlich. So, das hier, dann hier rum. Bitte den Stab nicht aufheben. Na, komm, schon. Los! Ja! So. Und das war's, ne? Gut. Ja, dann gehe ich wieder nach oben und schmeiße die Sachen ins Lootloch, damit die schön alle auf einem Haufen sind. Alter, ist das dunkel. Ohne die Lampe, ne? Naja, gut. Das kommt weg. Ja, das war jetzt eine Schwanenfackel. Egal. Das kommt auch alles runter. Das hier. Dann haben wir ein bisschen hiervon. Warte mal, die Gyal-Trophäe. Muss ich nach oben in den Speicher bringen, ne? Ja. Das hier kommt auch weg. Und die Portalsachen brauche ich ebenfalls nicht. So. Den bringe ich wieder nach oben. So wie die Rüstung. Und diese Stäbe hier. Weil das sind ja alles die Schwächeren. Die Starken sind ja noch alle bei unserer Leiche. Die hole ich gleich. Aber zuerst einmal den Stab. Hier ran. 1, 2, 4. Und hier die komplette Robe. 1, 2, 3, 4. Dann den auf die 3. Die kommen hier und hier hin. Der ist da schon richtig. Der kommt auf die... Nee, das ist falsch. Der kommt auch weg. Das ist der Hammer Stufe 1. Den brauche ich nicht. Oh, ist das dunkel hier. Aber gut. Ich gehe nochmal kurz nach oben in den Speicher und bringe die Gyal-Trophäe weg. Weil das ist ja ein Boss. Also Mini-Boss. Ne? Die bringen wir ja immer hier rein. Boss-Trophäen. Zack, rein damit. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen uns in die Pofe. So. Run, run, run. Und gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich würde ja gerne runterjumpen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber wir haben alles, was wir brauchen, um jetzt endlich die Dinge zu bauen. Die Pilze, weil das wollte ich eigentlich nur. Mann, was ein Krampf. So, das hier leere ich nochmal aus, damit das schön weiter produziert. Und der nicht gleich voll läuft. Das hier kommt weg. Und wir holen schnell unsere Sachen wieder. Ich habe Angst natürlich jetzt vor Viechern, aber ich hoffe einfach, uns findet niemand. Hier ist es ja Gott sei Dank schon. Hör damit. Und Klamotten an, aber ganz schnell. So. Und natürlich Energieschild, ne? So. Zack. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, wir können endlich die Sachen anbauen. Oh Mann. Hier, blaue Pilze. Da mache ich einfach, wir haben ja mehr als genug Platz. Ganz ehrlich. Wenn wir dieses strukturierte Vorgehen, das bringt gar nichts. Ich mache hier einfach so Pi mal Daumen. Pi mal Finger 3. So. Ah ja, Ausdauer. Zack. Ja, die Magienahrung, da spare ich mir das erstmal noch. So. Hier, hier, hier. Ah ja, stimmt. Hier kann ich ja sogar ein Stück weiter rein. Ich erinnere mich. Das ist zwar... Sieht aus wie Stein, aber ist eigentlich umgegraben. Aber Pilze? Ich glaube, Pilze brauchen gar nicht so dringend. Ja doch, die müssen schon auch in Erde platziert werden. Aber es gibt ja auch einige Pilze, die wachsen einfach an irgendwas dran. So wie diese komischen Baumpilze, die finde ich sehr faszinierend, die so an der Rinde wachsen. Und ich glaube, theoretisch auf einem Stein, wenn er genug... Ja, wohl doch, die brauchen ja schon auch Bodennährstoffe, ne? Keine Ahnung. Was Pilze angeht, da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Ah, das war's schon. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Wir lernen die Dinger hier nochmal aus, natürlich. Oh. Ja, die ist aber auch schon ausgetrocknet. So wie die hier auch. Aber die hier noch nicht. Es schwindet. Gut. Ja, ist natürlich jetzt doof. Wenn wir wiederkommen, sind die beiden wahrscheinlich leer. Obwohl, nee. Der produziert ja, ne? Ja. Komm. Das nehme ich auch noch mit. Und dann reicht das aber auch. Hindurch. Mann, was ein Krampf. Aber gut, wir haben es. Ich gehe mal kurz nach unten und fülle Dingens wieder auf, ne? Weichgewebe. Also Eider, meine ich natürlich.
Also nix wie Runder. Zapfi, was machst denn du da hinten in der Ecke? Willst du ein bisschen für dich sein? Oder schämst du dich? Gehst in die Ecke und schämst dich? Musst du doch gar nicht. Nichts, wofür du dich schämen müsstest. So, rein damit. So. Und hier rein. So. Ja, es ist immer ein bisschen schwer anzutargeten, aber was soll's. Hauptsache, wir können es füllen. So. Zack. Perfekt. Die hier sind nicht fertig, oder? Doch. Sehr gut. Rein und rein. Und nach oben gebracht. Ach ja, stimmt. Die muss ich ja auch auffüllen. Eine Fuhre noch, oder ich weiß nicht genau. Ich mache einfach so viel, bis ich dann merke, wie viel in der, ne? Also, dass ich dann sehe, wie viel in der Truhe ist. Und daran mache ich fest, ob ich noch was nachwerfe oder nicht. Halt. So. Und nach oben. Hervorragend. Denn jetzt haben wir auch endlich mehr als genug Ressourcen. Warte mal, ich mach mal. So, nehmen wir von die Hälfte raus. So, und hiervon noch zwei. Dann haben wir Magie-Stoffe. Magie hier rein. Zack. Und Stoffe hier rein. So. Perfekt. Und jetzt haben wir mehr als genug Ressourcen, nämlich, weil ich habe ja letztes Mal Ascheholz gesammelt, um weiter zu craften. Um dein ganzes Stuff zu craften, ne? Ich würde sagen, das können wir jetzt endlich angehen. Für die Schilde brauchte ich, glaube ich, noch mehr von dem Flammenkern. Aber ich erinnere mich, dass es auch bei einigen an Ascheholz gescheitert ist. War das zum Beispiel nicht bei den Stäben? Ich guck mal kurz. Wenn ich hier mal... Ja, hier, dafür brauchen wir Leinen und Flammenkern. Oh, hier finde ich. Hierfür auch nicht. Weißt du was? Komm, das mache ich fix. Stoffe. Und Eiter. Dafür haben wir es ja vorbereitet. Also nicht unbedingt nur für die, sondern auch für die rote Robe, die wir auch noch upgraden müssen und die ganzen anderen Stäbe. So, aufwerten. Hä? Ach ja, na klar. Wir haben es ja schon auf Max. Höher geht ja gar nicht. Der hier geht noch höher, ne? Der Federumhang. Ja, das lasse ich. Ich lasse das. Gut, dann hat sich das erledigt. Die können wir gar nicht weiter upgraden. Ich schaue trotzdem nochmal nach, weil es gab noch Stäbe. Der Trollstuff brauchte Blutsteine. Schade. Der ist auf Max. Den könnten wir upgraden. Warum haben wir denn den... Ach, ich habe den Vierer weggepackt, ne? Kann das sein? Mit Brasilholz, 24 Eiter. Ja, das mache ich mal. Weil so oder so lohnt sich das ja. Hier hin. Profi-Stack. Und dann das Fleisch. Hier. Auch noch ein Fuffi-Stack. Und natürlich das Eider. Hier. Mal schauen. So. Aufwerten. Stab des Schutzes. Zack. So, da brauchen wir leider einen Blutstein. Der ist Max. Da brauchen wir Jade. Der ist auch Max. Den können wir upgraden. Stab der Spaltung. Prostipulver, Aschepulver. Ja, das haben wir noch mehr als genug Ascheholz. Halt, dann nehme ich noch 2 Stacks raus. Dann das Prostipulver. Das war hier. Und was war das noch? Scheiße, Mann, Alter. Ich habe so ein... Also mit diesen ganzen Ressourcen so ein komisches Gedächtnis. Nee, nicht Stab der Wildnis. Spaltung. Ach ja, die Knochen natürlich. Auch davon haben wir genug. Hör damit. So, aufwerten. Let's go. Und den können wir nur auf einen upgraden, ne? Genau, dann ist das auf 5 und wir können den Galtertisch nur auf 4 erhöhen. Sehr gut. Ich schau mal kurz, was gibt es hier noch zum Aufwerten. Die ist Max, die ist Max. Die, da pfeife ich drauf. Max, Max, Max. Da fehlt Jade. Da fehlt Blutstein. Ja, dann haben wir das schon mal durch. Bis wir endlich wieder mehr... Ja, oder wir haben hier 2 Jade, ne? Und einen Blutstein. Soll ich die aufbrauchen für die beiden Stäbe? Für den und den? Weil die sind ja schon echt Banger, ne? Ich glaube, ich mach das. Ich glaube, ich mach das. Stab... Ne, nicht Stab der Wildnis. Straußenfahne und Himmelsfeder.
Hier. Oh. Aber warte mal. Ohnehin habe ich oben gesehen. Die habe ich in die Schiffskiste getan, falls wir auf ein Dingens treffen. Und dabei brauchen wir die gar nicht. Ich nehme die sowieso nicht raus. Und wenn wir einen Askwin gefunden haben, dann sammle ich einfach welches da vor Ort. Ne? Da brauche ich das gerade nicht. So. Was war das noch? Die Federn. Ich mache mal die Knochen rein. Halt. Hier hin. Und nehme die Federn raus. Hervorragend. Aufwerten. Ja gut, lohnt sich, ne? Mal gucken. Ich kann ja mal gucken, wie sind denn die Werte. Weil das würde mich gerade mal interessieren. Ja, Alter, hauen 40, Gift 40. Hauen 60, Gift 60. Boah. Zack. Ja, moin. Und den hier will ich auch gerne nochmal. Können wir nur einmal aufwerten. Wir brauchen die Knochen. Eine Trolltrophäe, die ist hier oben. Also nichts wie hinter. Und wir brauchen nur eine, weil wir haben sowieso nur noch einen Blutstein. So, zack. Und hinunter. Hervorragend. Und was fehlt denn noch? Zack, zack. Flammenkern, 3 Stück. Und verkohlte Knochen, 5. Gut. Ich pack mal das Ascheholz wieder rein. Knochen, verkohlte Knochen, 5. So. Ich kann das Feuerzeugs wieder reintun. Feuerzeug. nach unten und Flammkern. 3 Stück waren's. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was. Hm. Ich kann ja mal gucken, ob wir die Schilde vielleicht auch upgraden können. Aber der, was hier ist, das mache ich gleich. Ich wollte jetzt erstmal hier vor allem die Magiesachen haben, ne? Weil, Alter, der dann auch auf Stufe 2. Was verbessert sich hier denn? Hm, ich guck mal kurz. Was hat sich Gesundheit verbrauchen? 60. Blockrüstung. Ja, wahrscheinlich werden einfach dann... Da steht nichts. Ja, die Haltbarkeit verändert sich. Aber ich glaube, die Trolle sind einfach stärker dann, ne? Gehe ich mal von aus. Also, let's go. So. Gott sei Dank. Dann haben wir das auch. Und die restlichen Sachen schmeiße ich hier wieder rein. Halt. Hier hin. Dann die Magie rein. So. Das Monsterfleisch. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt brauchen, aber das will ich dann machen, sonst habe ich wieder so viel Müll im Inventar. Also eins nach dem anderen machen. So. Ach ja, na klar, ich habe alle rausgenommen. So. Gut. Dann haben wir das schon mal abgehakt und jetzt nehme ich mal kurz die Schilde. Was brauchten wir denn für die nochmal? Danke. Askwinhaut. Daran hat es gescheitert, ne? Und am Ascheholz. Gut. Dann hole ich mal kurz Flammenkern von unten. Ich hoffe, wir sind da nicht überladen, wenn ich einen 30er nehme. Nee, sind wir nicht. Gut. Dann kann ich den nämlich schon mal davor schmeißen. Dann noch Ascheholz. 1, 2. Und die Askwin heute. So. Sehr gut. Hör damit. Hör damit und hör damit. Dann haben wir die nämlich auch schon mal abgehakt. Aufwerten. Let's go. Zack. Und wir können die sowieso nur noch einmal aufwerten. Dann ist der Max. Sehr gut. Und den hier auch noch zweimal. Die Ressourcen sind ja Gott sei Dank recht erschwinglich. Naja, gut, okay. Wir haben jetzt den kompletten Stack weg. Aber wir haben die Schilde. Hervorragend. Stab der Spaltung haben wir abgearbeitet. Und die Schilde haben wir abgearbeitet. Der ist auch Max. Will der noch? Dafür brauchen wir, glaube ich, noch 2 Blutsteine, ne? Aber was soll's? Ich mach mal den hier wieder nach oben. Und dann kann ich den Rest schon mal wegsortieren. Halt, warte, nee, es gab noch mehr. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Ordnung in meine Liste. Also, bis gleich. Okay, ich habe hier noch ein paar andere Sachen mir aufgeschrieben, die auch noch anstanden. Ihr wolltet unbedingt auch, dass ich den Streitkolben mache. Und außerdem gibt es hier noch neue Umhänge, die wollte ich mir auch mal ansehen. Den Aschenumhang. Dafür brauchen wir noch eine Morgensehne, die hole ich mal kurz. So. Und den stelle ich ebenfalls her. Zack. So. Und aufwerten kann ich auch. Das braucht nur Aspenhaut, perfekt. So. Kann ich nochmal? Hm.
So, den haben wir schon mal. Wie sieht denn der aus? Oh. Hä? Was soll... Wie jetzt? Da sehen wir doch gar nichts mehr. Ja, okay, man sieht so durch. Naja, gut. Aschehumank. Ach so, damit man es nicht einatmet. Damit man die Asche nicht einatmet, sozusagen. Ist ja irgendwie eine coole Idee. So, der ist auch ready. Und dann gucke ich mal. Es gab nämlich noch mehr. Es gab noch den Ask-Umhang. Und es gab noch... den Streitkolben. Moment, Moment. Scheiße. Blablabla. Chitin, Flammkernhelm. Die stehen auch noch an. Die Ask-Rüstung haben wir schon durch. Da ist der Flammkern-Streitkolben. Das braucht Flammenkern. Die können wir nicht ganz upgraden, glaube ich. Halt, ich nehme mal wieder den Federumhang. So. Und dann nehme ich einfach mal volle Karacho mit. Und wir schmieden das Ding so weit, wie es geht. Ich glaube aber nicht, dass wir da sehr weit kommen werden. Oh nein! Blusti! Ich muss hier lang! Ah, dieses Huhn. Macht mich wahnsinnig! Gut, dann hier lang. Und ich schmeiß das mal kurz hier vor. So und so. Und was fehlt denn noch? Der war ja hier recht weit unten. Da ist er doch. Schwefel und verkohlte Knochen. So sei es. Auch davon haben wir mehr als genug. Schwefel und verkohlte Knochen. Dann die hier aufgesammelt. Ich bin sehr gespannt, ob wir die sogar fertig craften können. Ich glaube aber nicht. Mal schauen. Da. Ja, ich glaube, das kostet so viel Flammenkern. Mal gucken. Erstellen. Deswegen wolltet ihr das, weil man den auch halt in drei Varianten upgraden kann. Ach ja, den brauchen wir gar nicht upgraden, wenn man ihn upgraden kann. Also weiter craften kann. Stimmt. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht. So. Dann ist der ja auch fertig. Ich mach mal kurz die Krone weg. Die ist ein bisschen störend gerade. Und schmeiße hier das... Ja, nee, warte mal. Ich mach das mal anders. Damit ich hier Platz im Inventar habe, schmeiße ich die Sachen mal hier hin. So. Außerdem kann ich das streichen. Streitkolben. Und Ascheumhang. Und es gab noch den Ask-Umhang. Was brauchte der denn? Der ist hier nicht bei. Ich guck mal... Kapuze von Ask? Nee, den meine ich nicht. Es gab doch noch einen Umhang, oder nicht? Bin ich mir ziemlich sicher. Hä? Hier vielleicht. Nee, oder? Doch, Askwindmantel, den meine ich. Diese Dinger fängt Wind ein. Okay, ja, das braucht ja nur das. Laufe schnell wie der Wind. Ja, wenn Windgeschwindigkeit, also in Windrichtung läuft man schneller. Aber ganz ehrlich, das ist doch ein... Also Mist gegen den Federumhang, finde ich. Aber gut, das kostet recht wenig. Ich hoffe, das Upgraden kostet auch wenig. Zack. Und ja, kostet nur Askwin-Haut. Ja, die ist zwar eigentlich echt teuer, aber noch okay. So, und der ist auch Max. Hervorragend. So, das schmeiße ich mal weg. Dann kann ich den nämlich auch streichen. Sehr gut. Ask-Umhang ist hier. Außerdem Trollstuff mache ich mal von 2 zu 3. Dafür brauchen wir noch Blutsteine. Und Dundre habe ich jetzt auch nicht hergestellt, ne? Den Blitzstab. Da weiß ich immer noch nicht genau, was uns erwartet. Aber das mache ich alles dann. Und dann haben wir noch die alte Armbrust. Stimmt. Ich wollte noch mal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwelche anderen Sachen? Weil Hose, was? Nee, Flug, Glocke. Die haben wir auch noch nicht hergestellt. Schwarzmetallbolzen. Ja, es gibt hier auch die neuen. Nee, nicht Knochen. Verkohlte Bolzen, ne? Die haben, machen noch mehr Schaden als die Schwarzmetallbolzen. Also verkohlte Pfeile oder Bolzen. Ascheschein, Schubfeile, das haben wir alles schon. Den hier müssen wir gleich noch aufwerten. Auf das letzte. Das hatte Maria geschrieben. Du hast absolut recht. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das machen wir gleich. Dann Flammkern-Schild haben wir auch. Zerstörer. Ja, das war's, ne? Splitmir. Splitmir fehlt noch. Ja. Flammkern, Ascheholz und diese Zähne.
Warte mal, wo waren die nochmal? Hier, ne? Hatten wir davon nicht schon einen hergestellt? Ich gehe mal kurz nach oben und schau mal nach, weil nicht, dass wir den doppelt herstellen. Weil ich meine, wir hatten noch irgendwas mit diesen Zähnen schon gehabt. Und ich glaube, wir hatten doch schon einen Speer gehabt, oder? Nee, hatten wir nicht. Nur die Äxte. Splitney haben wir noch nicht hergestellt. Wir haben hier Aschezahn. Und hier die Armbrustzerreißer. Die war auch auf Max. Die Äxte sind natürlich auf Stufe 1. Aber wir haben Splitney noch gar nicht hergestellt. Dachte ich mir eigentlich. Warum habe ich mir das dann nicht aufgeschrieben? Weil das hat doch einen Namen. Hm. Gut. Wie auch immer. Wir gehen hier hin. Und falls man den auch zu Blut und so weiter craften kann, brauchen wir nur Stufe 1, ne? Kann man. Gut. Dann ist der auch fertig. Ja. Ist auch fertig. Sehr gut. Dann gehe ich mal hier hin und schmeiß die Barren hier hin. So. Zack. Sehr gut. Dann können wir nämlich die ganzen Sachen nehmen und nach oben bringen. Aber erstmal einsortieren. So. Hier ist noch Feuer. Dann noch ein paar Zähne. Und Knochen. So. Eine Schwade. Ein paar Monsterorgane. Halt, die Sehnen sind auch Monsterorgane. Die kommen hier rein. So. Und dann, ja komm, den Rest schmeiße ich hier vor. Das können wir auch später machen. Und dann nehmen wir sämtliche Sachen und bauen die schon mal oben in unsere Rüstkammer, dort wo sie hinkommen, dann letzten Endes. Zum Beispiel den Stab der Spaltung. Oh, Nacht geworden. Was für eine Jagd. Könnten wir eigentlich machen, ne? Komm, ich beeil mich. Ach ja, na klar, die Sachen können wir jetzt ja gar nicht anbringen. Splitmir sollte, glaube ich, hier ran. Der Stab der Spaltung hier. 3. Dann die Schilde hier. 4. Achso, 4. Und 2. So war's. Der Streitkolben kommt hierher. Den lege ich jetzt erstmal davor. So. Und der wird ja nicht despawnen hier, ne? Hoffe ich mal. Dann die Umhänge. Der Askumhang und der Aschenumhang. Der Aschenumhang kommt eigentlich hier ran, ne? Eigentlich an den, aber ich mach mal den. So. Und den Askumhang natürlich zur Askrüstung. So. Ach, schade, jetzt sieht man das nicht, ne? Weil es schon wieder Nacht ist. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen auf Askenjagd. Ich hab Bock. Wahrscheinlich habe ich gleich keinen Bock mehr. Ach, einer erforderlich. Rein damit. So. Energieschild. Und let's go. Verdammt, ich bin ein Narr. Ich habe das Ding vergessen. Ich soll's holen. Ja, sorry. Das hat jetzt schon wieder wertvolle Zeit gekostet, ne? Das war jetzt nicht so klug. Aber was soll's. Ich mach mal so und ich brauche eigentlich alles. Bis auf den Hammer. Also mache ich so. So. Und jetzt gar nicht erst rumtrödeln. Wir schauen uns gut um und nehmen jeden Askel mit, den wir finden. Wenn er weniger als 2 Sterne hat, bringen wir ihn halt um. Da hinten waren, glaube ich, welche. Nö. Ist das da? Ja, ich frage mich immer, ob das Steine sind oder Viecher. Es sind Steine. Gut. Nicht. Da ist einer. Die sind echt schwer zu erkennen. Ich hau mal ab. Los! Hui! Alter Schwede, okay. Dann so. Boah, was war denn gerade mit dem Sound? Ich frag mich, ob auch ihr keinen Sound gehört habt. Da war irgendwas gerade buggy. Kein Plan. Hä? Ist das Ding respawned? Ach nö. Die Dinger respawnen? Das ist ja richtig beschissen. Nee, die respawnen nicht. Die habe ich nie kaputt gemacht. Kann das sein?
Komm schon, geh kaputt. So viel Zeit muss sein. So. Und ich hau mal ab hier. Mache außerdem 6, 7. Oh oh, Energieschild. So. Dann Feuerball. Und das geht kaputt. Mann, jetzt geht kaputt. Na also. Da mache ich hier eine Dingens hin. So. Energieschild. So. Dann die hier wieder. Stab der Wildnis. So. Verprügelt sie! Und nochmal hindurch. Oh oh. Energieschild. Hört auf mich zu treffen! Dann nochmal! Und der da, ne? Na, warte. So. So, ja, so viel zum Thema Aspenjagd. Das war wohl nix. Ja, den Morgen da, den ignoriere ich mal. Und ich gehe mal wieder zurück zu unserem Spot, den wir hatten. Und ich mache es platt. Tschüss. Gut. Weil der Spawner da, ne, der könnte ja später auch uns zur Last werden. Deswegen habe ich ihn mal eben vorsorglich zerstört. So, nach hier oben. Ich guck mal, wo müssen wir denn hin? Ach, da. Dann zurück erstmal zur Base. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja Aspins. Bin ich aber ganz schön weg vom Weg gekommen, ne? Ja. Kein Wunder, dass ich da einen Spawner finde. Der... Hä, lauf ich noch richtig? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich laufe mal hier lang, weil wir haben es ja eingezeichnet. Nicht ein Aspin gefunden bisher. Ich glaube aber, es graut auch allmählich. Da ist schon wieder ein Spawner. Ist ja wohl nicht wahr. Also, das würde mich gerade wirklich mal interessieren. Respawnen auch die Spawner? Nach einer Zeit? Das wäre ja richtig gemein. Weil ich dachte, man kann ein Gebiet clearen. Und dann ist Ruhe. Hä, wo bin ich denn hier? Hä, jetzt habe ich mich verirrt. Oh oh. So. Tschüss. Scheiße, ich habe mich verirrt. Weil ich dachte mir eigentlich, hier wäre es. Not 3. Ist es aber gar nicht. Dann... Hier, FL, Bauminsel, mysteriöser Ort. Hä? Oder ist es hier? Es war doch ein hoher Kirchturm. Verdammt. Jetzt habe ich völlig den Überblick verloren. Da lang gehe ich mal. Ja, dich müsste ich plätten. Oh, und es wird wieder Tag. Vielleicht können wir dann ja besser gucken. Und ich weiß wieder, wo wir sind. Ja, sorry. Das lief ja diese Nacht nicht so gut. Aber immerhin haben wir dafür einen Spawner vernichtet. Oh, hier ist direkt noch einer. Komm. So. Weil das kann ja nicht schaden. Laggedy lag, weil er saved. So, einmal hier rum. So. Und Volltreffer. Und nochmal auf den Boden. Energieschild. Vorsicht, Vorsicht.
So. Und jetzt hier mal ein bisschen die Kontrolle zurückgewinnen. Vor allem wegen dem hier. Hört auf, mich zu treffen, verdammt! Mann! Oh, wir sind nicht mehr gut ausgeruht. Ich sollte mich hier dringend verziehen, ne? Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo unsere Base ist. Oh oh.